Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt hier beim Heimtier-TV. Und ihr könnt alle Inhalte, die wir hier besprechen, noch viel detaillierter nachlesen im Heimtier-Journal. Und die aktuelle Ausgabe findet ihr im Internet unter www.zookauf.de sowie in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften. Zunächst mal hoffe ich natürlich, dass ihr jetzt auch wirklich gut in die wärmere Jahreszeit gekommen seid, dass es euch und euren tierischen Lieblingen gut geht, dass ihr auch durch diese Corona-Zeiten gut gekommen seid und weiterhin kommt. Und ich drücke euch die Daumen, dass es dann bald auch wieder mit dem Urlaub klappt und ihr euch einfach mal ein bisschen erholen, auch mal wieder ein bisschen abschalten könnt. Zunächst mal, wenn es um die wärmeren Temperaturen geht, liegt uns eine Kampagne besonders am Herzen. Hitzefalle Auto heißt diese Kampagne, die gemeinsam von Veto und Zookauf durchgeführt wird. Und dabei geht es eigentlich darum, dass man sensibilisiert wird, dass man seinen Vierbeiner bei stark steigenden Temperaturen nicht im Auto lässt. Und dabei muss die Außentemperatur noch nicht mal die 30-Grad-Marke knacken, sondern wenn es schon bei den 20ern langsam hochgeht und anfängt, dann kann sich im Innenraum eines Autos die Temperatur schnell so weit entwickeln, dass es eben auch zu, ja, Erkrankungen bis hin sogar zum Tode führen kann. Also zum Hitzschlag, und dementsprechend bitte immer dran denken, nicht das Tier im Auto lassen. Und bei Zookauf ist es sowieso kein Problem, da sind Hunde jederzeit herzlich willkommen. Also einfach den Hund mit ins Geschäft nehmen. Und teilnehmende Zookauf-Geschäfte machen darauf auch demnächst aufmerksam mit Plakaten an den Geschäften. Und auch die deutsche Fußballnationalspielerin Svenja Huth ist dabei als prominentes Testimonial und Hundebesitzerin. Und sie unterstützt eben auch diese Kampagne. Also gerne einfach mal googeln nach dieser Kampagne Hitzefalle Auto. Da findet ihr viele interessante und spannende Infografiken, und die führen auch natürlich die Dramatik der Lage vor Augen. Und man kann schon ganz, ganz einfach diese Dramatik rausnehmen, indem man einfach dran denkt, den Hund mitzunehmen, was eigentlich auch selbstverständlich sein sollte. Soweit unser Appell zum Einstieg. Und wir haben heute wieder ein spannendes oder sogar mehrere spannende Themen für euch. Es geht heute um ziemlich große Freunde, nämlich große Hunde- und Katzenrassen. Und im Heimtierjournal findet ihr noch viele andere spannende Themen, auch rund um die Aquaristik, rund um den Vogelbereich oder rund um das Thema Tierschutz zum Beispiel auch. Aber hier geht es eben bei der Themenwelt heute um die großen Rassen. Und da gibt es schon unterschiedliche Dinge zu beachten. Ja, wann ist eigentlich ein Hund groß? Da geht es um die sogenannte Widerristhöhe. Ja, und was ist die Widerristhöhe? Also das ist die Erhebung der Schulterblätter, und da wird eben der Abstand zwischen dem Boden und eben dieser Erhebung zwischen den Schulterblättern gemessen, und das entspricht eben der sogenannten Widerristhöhe. Ja, und bei den großen Rassen ist es so, dass es sogar Hunde gibt wie den irischen Wolfshund, die können eine Widerristhöhe von bis zu 90 Zentimetern erreichen. Also da ist es schon so, dass dann auch der Hund mal eben, wenn er seine Schnauze irgendwo ablegt, plötzlich auf dem Küchentisch landen kann damit. Also dementsprechend wird dann auch schnell deutlich, ich muss mich dann auf ganz, ganz andere Dimensionen einstellen, auch wenn es darum geht, zu Hause das richtige Wohlfühlambiente für die Tiere, aber auch für mich selbst natürlich zu schaffen. Ja, und große Rassen, außer dem irischen Wolfshund, sind das zum Beispiel auch der Sennenhund oder eben auch der Rhodesian Ridgeback. Und die haben natürlich besondere Anforderungen. Bei den Katzen ist es ähnlich, aber da tut man sich ein bisschen schwerer damit zu definieren, was ist eigentlich groß, beziehungsweise wie messe ich denn eben die Größe. Und so kann eine Katze eben auch eine Widerristhöhe von ca. 40 Zentimetern erreichen. Aber da wird eben die Größe der Katze von der Nasen bis zur Schwanzspitze gemessen. Und besonders große Rassen sind dann eben zum Beispiel die norwegische Waldkatze, Maine Coon, Ragdoll. Und die können gut und gerne auch schon mal bis zu 20 Kilogramm auf die Waage bringen. Also dementsprechend ist das natürlich auch nochmal eine besondere Anforderung, wenn es um das richtige Futter und auch die richtige Futterration geht. Dabei sind wir eben auch schon bei einem wichtigen Thema, weil es gibt viele unterschiedliche Futterarten, sowohl für Hunde als auch für Katzen. Rassen, die, wenn sie denn ausgewachsen sind, eine bestimmte Größe, also eine sehr große Größe erreichen können. Und das ist auch gut so, denn einerseits geht es natürlich um die richtige Krokettengröße beim Trockenfutter zum Beispiel. Andererseits geht es auch darum, was die Tiere eben besonders benötigen. Und Wachstum ist da eben ein sehr wichtiges Wort oder ein sehr wichtiges Thema, weil man muss darauf achten, dass das Tier eben ausreichend energiereich versorgt ist, auf der anderen Seite aber auch nicht zu schnell wächst, damit eben entsprechend das Verhältnis zwischen Skelett,
Muskelmasse eben nicht falsch ausfällt oder sich ein zu schnelles Wachstum ergibt und dadurch eben auch mittel- und langfristige Schäden im Bereich des Knochenbaus oder bei den Gelenken zum Beispiel zu erwarten sind. Also da muss man immer schon mal entsprechend gut aufpassen und immer auch die Waage, die Hundewaage im Blick behalten, regelmäßig natürlich zum Tierarzt gehen, das Tier durchchecken lassen und eben gerade diese Phase des Wachstums, aber natürlich auch darüber hinaus die weiteren Lebensphasen immer durch Check-ups regelmäßig begleiten lassen. Und bei den Katzen sind es eben vor allen Dingen die Savannakatzen, die norwegischen Waldkatzen, Ragdoll, Maine Coon, die eben vor allen Dingen die größeren Katzenrassen abbilden oder zu ihnen zählen. Wenn es jetzt um das Wachstum geht, da sind es so die ersten 14 bis 18 Lebensmonate zum Beispiel beim Hund, in denen dann eben dieses Wachstum erfolgt. Und in dieser relativ kurzen Phase, jedenfalls wenn man das so in das Verhältnis zu uns Menschen setzt, nehmen die Tiere das bis zu 70-fache ihres Geburtsgewichts zu sich. Also das zeigt schon mal, was da im Körper passiert und wie viel da passiert und dass man natürlich dann auch gut darauf achten muss, dass das Wachstum eben entsprechend aufmerksam begleitet wird und das richtige Futter eben auch dafür verwendet wird. Das fängt schon natürlich im Welpen- bzw. Kittenalter an und reicht dann eben natürlich auch bis in das Erwachsenenalter hinein. Und viele Hersteller haben eben genau passende Produkte dazu. Einerseits geht es um das Thema Ernährung, also da gibt es eben unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Fütterungsmethoden natürlich auch. Darüber könnt ihr mehr in unserer anderen Themenwelt erfahren, wo es speziell nochmal um das Thema Fütterungsmethoden geht. Aber neben diesem Thema Fütterung geht es eben auch natürlich um passendes Zubehör. Und da muss ich eben immer genau schauen, wie groß wird dann eben entsprechend der Hund oder die Katze und habe ich eben auch die Platzmöglichkeiten, das Platzangebot. Wenn ich natürlich nur in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin lebe, dann sollte ich mir das wirklich reiflich überlegen und dann ist es sicherlich keine gute Wahl, eben auf eine große Hunde- oder Katzenrasse zu setzen. Also ich brauche schon ein entsprechendes Platzangebot, sowohl in der Wohnung als auch dann im Idealfall eben im Haus. Wenn ich dann natürlich noch einen Garten habe, dann ist es umso besser. Und gerade bei bestimmten Rassen wie eben der Savannakatze ist das eben auch sehr, sehr wichtig, sich auch mit dem Thema Freilauf zu beschäftigen und auch ein entsprechendes Außengelände mit zur Verfügung zu haben. Dann gibt es eben viele, viele unterschiedliche Zubehörartikel. Das fängt natürlich beim Napf an. Die Näpfe haben auch etwas andere Dimensionen als eben bei den kleineren Rassen. Das geht aber auch in Bereiche wie orthopädische Betten für große Hunde, die dann eben auch nochmal einen speziellen Liegeplatz benötigen und spezielle Bedürfnisse haben, die es zu berücksichtigen gilt. Ja, und bei den Katzen ist es natürlich die Katzentoilette, die dann auch etwas andere Dimensionen logischerweise haben muss. Auch der Bedarf an Katzenstreu ist natürlich ein etwas anderer. Und bei den Katzen geht es natürlich auch darum, wie laste ich die entsprechend aus und in Klammern, wie schone ich eben auch meine eigenen Möbel. Also die Couch möchte sich eigentlich niemand zerkratzen lassen. Und dementsprechend geht es natürlich auch immer darum, den passenden Kratzbaum zu haben. Der ist bei großen Katzenrassen auch entsprechend groß dimensioniert. Und muss auch entsprechend fest verankert werden, also am besten wirklich dann unter anderem in der Decke verschraubt, weil ansonsten kann es natürlich auch passieren, dass so ein Kratzbaum schnell mal umkippt. Ja, und generell gilt natürlich die Devise, bevor ich mir ein Tier anschaffe, und es ist ganz egal, ob es eine große Hunde- oder Katzenrasse ist, ob es Fische sind oder eine völlig andere Tierart, ich muss eben mir bewusst darüber sein, was bedeutet das für meinen Lebensalltag, was bedeutet das auch für meinen Geldbeutel, weil klar ist, bei den großen Hunde- und Katzenrassen brauche ich eben auch entsprechend mehr Futter, ich brauche anderes Zubehör. Also dementsprechend geht es um natürlich Geld, wie auch so oft im Leben. Also ich muss dann eben auch abwägen, bin ich dazu in der Lage und auch bereit, eben meinem Hund, meiner Katze langfristig eben ein entsprechend gutes Zuhause zu bieten. Wenn nichts dagegen spricht, dann geht es natürlich auch noch um das Platzangebot. Darauf bin ich schon eingegangen, also dementsprechend zu gucken, wie viel Raum habe ich zur Verfügung, wie viel Raum benötigt auch eine ausgewachsene Katze, ein ausgewachsener Hund der entsprechenden Rasse. Also man muss sich vorher ein bisschen einlesen und auch informieren und natürlich das Tier dann auch wirklich verantwortungsbewusst anschaffen und ins eigene Haus, in den eigenen Haushalt integrieren, damit eben auch das Zusammenleben mittel- und langfristig gut klappt
und man viel Freude eben auch entsprechend mit seinen Tieren oder seinem Tier hat. Ja, und natürlich führen wir hier beim Heimtier-TV auch immer gerne Experteninterviews. Und es freut mich, dass meine Kollegin Gabi, die jetzt Corona-bedingt und aufgrund der Homeoffice-Situation nicht neben mir stehen kann, zumindest eben die Gelegenheit hat, uns in Form von Interviews zur Seite zu stehen. Und Gabi hatte die Chance, mit Peter Post zu sprechen. Und er ist Züchter von Bernhardinern. Und ich bin ihm selbst mal auf einer Messe in Essen begegnet. Wirklich ein sehr interessanter und interessierter Kenner der Materie, der dann auch seine Bernhardiner dabei hatte und ständig umringt war von Familien, die ganz begeistert waren. Und wir hören einfach mal rein ins Gespräch und da kann uns Peter Post sicherlich mehr dazu sagen, worauf es ankommt. Nicht nur, aber auch, wenn es um Bernhardiner geht. Zum Thema große Hunderassen freue ich mich heute ganz besonders auf den Experten und Züchter Peter Post. Und Peter Post ist Züchter und der überaus bekannten Schweizer Hunderasse der Bernhardiner und kann uns ganz bestimmt viel Wissenswertes über die tolle Hunderasse erzählen. Und ist ja besonders wichtig, gerade vor dem Einzug eines solchen Tieres, eines solchen großartigen Tieres, sich auch genauestens darüber informieren. Ja, hallo Herr Post, ich begrüße Sie noch mal ganz herzlich. Hallo? Ja, ich frage Sie mal, wie lange züchten Sie denn bereits Bernhardiner und was finden Sie so Besonderes an den Tieren? Also mit dem Züchten angefangen haben wir 2006. Okay. Oder der Grund dazu war eigentlich die Tatsache, dass wir zu dem Zeitpunkt einen Rüden hatten, der 9 Jahre alt war. Der wurde so ein bisschen alterdement, wurde ein bisschen lurig und da haben wir uns überlegt, einen zweiten Hund dazuzuholen. Haben uns dann bewusst für eine Hündin entschieden, die auch Papiere hatte, also im Zuchtverein schon großgezogen wurde. Haben uns dann im Verein angemeldet und so ist man da irgendwie reingerutscht. Und ja, die beiden Hunde haben sich sehr gut verstanden, muss ich sagen. Der Rüde ist dann noch 14 Jahre alt geworden. Und danach haben wir dann gesagt, okay, jetzt wollen wir mal selber Welpen haben. Und man wächst mit den Aufgaben. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn Sie Ihre Bernhardiner beschreiben, was macht die Tiere für Sie so besonders, so einzigartig? Also jeder Hund ist ja besonders und jeder Mensch hat auch den tollsten Hund auf der ganzen Welt, muss man ja auch so sagen. Aber Bernhardiner sind für uns halt aufgrund der Größe, der Erscheinung, der, ich sag mal, Sanftmütigkeit einfach ganz tolle Tiere und ganz tolle Hunde. Wir wissen natürlich auch, dass nicht jeder einen Bernhardiner halten kann, von der Wohnsituation und so weiter. Aber die Hunde selber sind so liebenswürdig, wenn sie vernünftig erzogen sind, sozialisiert wurden. Und die sind einfach auch, weiß ich nicht, ich kann mir keinen tolleren Hund vorstellen. Ja, wie stelle ich mir das denn vor? Also wenn jetzt ein interessierter Tierfreund anruft und gerne einen Bernhardiner Welpen haben möchte, wie läuft das bei Ihnen ab und was sind so wichtige Voraussetzungen, damit ich überhaupt so ein Tier erhalte von Ihnen? Ja, also es gibt ja, also die Kontaktmöglichkeiten sind ja unterschiedlich. Wir bekommen ja einmal Anrufe, unregelmäßig, weil wir ja auch auf der Züchterseite vom Verein stehen, weil wir beim VDH registriert sind, also beim Verband des Deutschen Hundewesens, mit Telefonnummern, Kontaktdaten, E-Mail etc. Und dann gibt es viele Leute, die schreiben eine E-Mail und es gibt wenige, die sofort anrufen. Bei den E-Mail-Anfragen antworten wir immer ganz artig und brav, dass wir die aktuellen Sachen für die Hunde auf der Homepage stehen haben und geben unsere Telefonnummern weiter und damit die Leute uns anrufen können. Weil wir einfach festgestellt haben, dass es sinnvoller ist, mal eine Viertelstunde, auch mal eine halbe Stunde zu telefonieren, um abzugucken, um zu sehen, funktioniert das, kann das funktionieren, ist das jemand, der sich mit Hunden auskennt. Glaubt er sich das zuzutrauen, trauen wir demjenigen das zu. Und wenn das soweit passt, dann kann man mal ein Treffen vereinbaren, dass man sich hier bei uns trifft, dass man die Hunde kennenlernt. Am liebsten, wenn keine Welpen da sind, weil Okay. die Hunde sich halt ganz anders verhalten, als wenn Welpen da sind. Und auch wir als Züchter sind dann lockerer, als wenn man noch auf die Welpen mit aufpassen muss. Und wenn das alles soweit passt und funktioniert und der Nasenfaktor auch eine Rolle spielt, der dann in Ordnung ist, und man sagt, ja, okay, wir können uns vorstellen, dass sie einen Hund kriegen. Dann können die Leute uns unabhängig jetzt von Corona natürlich, wir reden ja jetzt von Vor-Corona-Zeit, Ja. weil wie es jetzt gemacht wird, wissen wir halt auch noch nicht ganz genau. Und hatten den Leuten dann immer angeboten, von mir aus an, so also einmal die Woche vorbeizukommen, die Entwicklung der Hunde mitzusehen, wie entwickelt sich der Welpe,
Welchen möchten Sie haben? Welchen halten wir eventuell für Sie für geeignet? Dass man da so eine kleine Vorauswahl treffen kann. Und wenn das halt alles funktioniert und der Tag der Abgabe dann kommt, der ist ja immer ganz traurig für den Züchter, dann bringen wir die Hunde auch weg. Okay. Haben Sie aktuell einen Welpenbestand da? Wir haben aktuell keinen Welpenbestand. Wir fahren aber zufälligerweise morgen zum Tierarzt zu einer Ultraschalluntersuchung von einer Hündin. Und wenn die Dame aufgenommen hat, dann würden wir Anfang Juni Welpen kriegen. Ah, okay. Ach Mann, sehr schön. Und ja, das natürlich. Gibt es denn Besonderheiten bei der, ich meine, Bernhardiner ist ja nun wirklich ein großer Hund. Gibt es Besonderheiten hinsichtlich der Pflege und der Ernährung, auf die zu achten ist? Also ich sage mal grundsätzlich Pflege, jein. Die sollen natürlich, die Fellpflege ist ganz wichtig. Es gibt ja, ich muss dazu sagen, Langhaar- und Kurzhaar-Bernhardiner. Wir haben Langhaar-Bernhardiner, da ist die Pflege ein bisschen aufwendiger, was das Kämmen angeht. Also ein bis zweimal die Woche sollte man es definitiv durchkämmen, damit es nicht verfilzt, sie keine Parasiten einnisten können. Und Krallen schneiden, Zähne kontrollieren und solche Sachen sollte man auf jeden Fall machen. Bei der Ernährung finden wir ganz wichtig, dass der Hund altersgerecht gefüttert wird. Das heißt, ein junger Hund braucht halt eine etwas andere Futterzusammenstellung als ein älterer. Von Agilität her, vom Proteingehalt und so weiter. Und da sollte man also schon drauf achten. Und da versuchen wir auch die Welpenkäufer darauf hinzukriegen, dass die auch für die erste Zeit das Futter nehmen, was die hier gewohnt sind. Weil wir einfach da sehr gute Erfahrungen gemacht haben und das auch ganz gerne weitergeben würden. Ja, verstehe. Ist letzte Frage vielleicht noch, ein Wurf, wie viele Welpen sind das ungefähr? Gibt es da so ein Maß, dass man sagen kann, oder ist das immer wirklich so ein bisschen auch Glücksspiel? Also es ist grundsätzlich ein Glücksspiel, wobei wir jetzt bei uns zwischen 4 und 11 Welpen hatten. Also so 4 bis 6, 7, 8 ist so der Durchschnitt im Verein. Und da hat man auch eine Menge Arbeit mit halt drin. Natürlich, ja. Ja, wunderbar. Also interessante Dinge, die Sie hier erzählen. Also sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser Rasse. Das muss ich an der Stelle vielleicht auch dann doch nochmal sagen. Und ich danke Ihnen wirklich herzlich für die Informationen, die Sie uns gerne hier gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für die Zucht. Und bleiben Sie in diesen Zeiten gesund und freue mich, dass Sie uns hier zur Verfügung standen. Vielen Dank. Vielen Dank und Ihnen auch alles Gute. Danke. Dankeschön. Ja, das war schon wieder unsere aktuelle Ausgabe des Heimtier-TV. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Vielleicht, wenn ihr schon einen großen Hund oder eine große Katze habt oder wenn ihr überlegt, euch eben ein Tier anzuschaffen, das eben einer großen Rasse zuzurechnen ist. Und ich wünsche euch und euren tierischen Freunden natürlich alles Gute. Kommt weiterhin durch die aktuelle Zeit, sowohl gesundheitlich als auch in Bezug auf Urlaub, der hoffentlich bald mal wieder winkt. Ich denke mal, Geduld ist gefragt, aber es zeichnet sich ab, dass Licht am Ende des Tunnels auftaucht. Also dementsprechend alles Gute euch und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Heimtier-TV. Bis dahin, tschüss!